So, weiter geht's zu einem der wahrscheinlich letzten Parts. Mal sehen, ob Hotti und Mutti jetzt schon voll dabei sind. Ja, gib Reifen an Hotti und Mutti. Nicht ganz das richtige Fabrikat, aber als Provisorium sollte er ausreichen. Gut. Rede mit Schlüsselmeister. Da bin ich wieder. Was unternehme ich? Ach so, den Was unternehme Motorschaden. ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Ah, okay, also brauchen wir. Ich mache mich dann. Das wohl. Ah, Dr. Aloman, wahrscheinlich. Schauen wir mal, wie wir den jetzt irgendwie erreichen. Und weiter geht der Spaß. Benutze Trolley. Ich gehe da lieber. Da drin ist jetzt die Hölle los. Ich gehe da lieber. Da drin. Ich wollte nur so reinguckst. Einen Spezialisten für Strom? Harvey vielleicht? Nee, wahrscheinlich nicht. Von den Wächtern wird mir keiner helfen. Oh. Hallo? Wer ist denn As? Ich weiß es nicht. Spezialisten für Strom. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich werde mich jetzt einfach nochmal reinschleichen. Ist doch Schwachsinn. Rede mit Harvey. Hallo Harvey. Hallo Edna. Was gibt's? Was meintest du mit diesem damals Quatsch? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf. Der Fien. Oh, konnte ich 10 Minuten lang die Luft Könnte anhalten? ich 10 Minuten lang die Luft anhalten? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren hier. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das. Vergiss. Gut, also haben wir sowieso nur zwei Zeitsprünge gemacht, was ich ein bisschen schade finde, weil die Idee ist super cool. Experten für Strom. Ich will jetzt nicht einfach bekloppt durch die Gegend rennen. Wo ist denn Aluman? Der andere? Wer war der andere? Adrian, die sind beide da drin. Ein Experten für Elektrizität. Wahrscheinlich der nette Herr Marcel selber. Wer war das? Wer war das? Worum geht's denn? Wo bin ich? Oh Scheiße. Da unten ist niemand. Ich so mal hier durch die Tür. Es klingt. Ich riskiere mal einen. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur. Aber die sind doch alle da. Oder ist hier doch noch irgendwo einer? Alu, Mann! Ah! Hallo, Alu, alte Socke. Ah, hallo, Edna. Jemand noch am Ausbrechen? Ich habe einen Graschlüssel, wir können verschwinden. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich. Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okidoh. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Ah, also sogar eine Bewegungsanimation. Ah, willkommen aufs Ende zu. Das Rätsel mit dem Wachturm, das kenne ich ja schon. Das haben wir schon einmal gelöst. Und es wird abgedüst. Auch wenn das Ende sich nicht lohnt. Wartet mal. Ich mache die Musik wieder an, nur zur Sicherheit, falls es in der Endsequenz sonst auch keine Musik gäbe. Nanu? Ist der Aluma noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Oh, Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Veranda?
Oh nein, er sitzt bei dem Zen-Garten. Das war ja klar. Reden mit Aluman. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Ah, Chi-Energie. Ach so. Positive Energie also. Naja, das... Gott, die Musik nervt. Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Okay, Doki. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht um einen Klang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Chi? Ja, dann mit QI geschrieben. Was das heißt. Oh. Escape hier drin macht eine Hupe. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Okay. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Okay, wir machen die Musik wieder aus, weil sie nervt wirklich unheimlich. Viel angenehmer. So, dann schauen wir uns den Zen-Garten nochmal an. Wird ihm im Einklang sein, was soll das bedeuten? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Was heißt Zen überhaupt? Soll es hier ein bestimmtes Symbol bekommen? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Fehlt mir vielleicht noch ein Item? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Krieg noch einen Hinweis, wie das hier funktioniert. Was ist denn das hier überhaupt? Kreuz, Kreuz, Komma, Strich. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Hat sich das Bild verändert oder bilde ich mir das ein? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Was ist überhaupt Zen? Das scheint mir noch nicht sonderlich. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Nee. Ich brauche einen Tipp, weil so wird es nichts. Wartet, Harvey. Na gut, dann frag du einfach nochmal den Alu-Mann. Siehst du das, Harvey? Da sitzt Graf Rotzschranke breitärschig auf der Bank und schaukelt seine Chakren. Er macht irgendetwas richtig, was wir falsch machen. Rede mit Alu-Mann. Hey, Alu. Ah, Edna, wie schön, dich zu sehen. Schiss, worauf warten wir noch gleich? Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakre bleu? Chakre bleu? Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Funktioniert das? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Ah. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Nicht. Ich meine, das ist genauso ratlos wie ich.
gehe dann schon mal. Bis. Ansehen. Alu hat echt die Ruhe weg. Ansehen. Geht nicht, geht nur zu Zenkan. Ich denke mal, das ist das letzte Rätsel. Oder eins der letzten. Ups, das war nicht beabsichtigt. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Das ergibt für mich keinen Sinn. Es gibt doch keine Katze oder sonst was. Zen-Garten, Stein. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Warte mal, vielleicht gibt es irgendein Geräusch oder sie macht irgendwas, wenn ein Stein richtig liegt. So, und... Tada! Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Vielleicht muss ich ein Kreuz machen. Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Ups. Komm schon, gib mir einen Tipp. Hey, Alu. Können wir den Prozess... Bring die... Sie müssen... Na. Nicht... Scheiße, worauf warten wir noch gleich? Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen... So. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind. Schlimm. Schönes Pet. Ja. Warum? Der Set. Das muss doch ein Tipp geben. Dann kann ich mich... Was auch immer... Ki. Alt. Hallo, Mann. Was soll das bloß bedeuten? Können wir den Prozess... Bring... Na, ich geh da... Bis... Ich hab keine Ahnung. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre... Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Was soll das bedeuten, Chakren? Ich kriege schon Warnfrosch, ich dachte, das Gesicht bewegt sich. Kein Inventar, ich habe keinen Tipp. Die Steine verändern ihre Farbe nicht. Verändern ihre Form nicht. Es wäre noch schöner, wenn die Steine ihre Form verändern würden. Sie werfen keinen besonderen Schatten. Macht kein Klickgeräusch. Was? Hat sich da irgendwas bewegt? Nö. Mein Cursor spinnt nur ein bisschen. Das scheint mir noch nicht... Was ist denn? Das scheint mir noch nicht sonderlich Zen zu sein. Vielleicht muss ich eine Art Pfeil bauen, so einen auf den hier. Funktioniert auch nicht. Das scheint mir... Ich habe keine Ahnung. Vielleicht darf keiner in einer Linie stehen oder so. Nö, offensichtlich auch das nicht. Ups. Was ist das bloß? Kreuz. Kreis. Das ist doch nur Quatsch. Ich werde weiter ausprobieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.